Hallo meine Lieben, ja, ich möchte euch heute gerne etwas zum Thema schlechtem Gewissen mitgeben und zwar ein paar Lifehacks, wie ihr vielleicht da drumherum kommt, denn irgendwie, gerade als Mütter, wird einem immer wieder durch die Beispiele vielleicht anderer Mütter oder durch irgendwelche Tipps immer irgendwie so eine Art schlechtes Gewissen suggeriert, auch wenn das gar nicht so gemeint ist. Es ist ja sowieso immer alles nur gut und gemeint und alles nur zu einem zum Besten, für dich zum Besten als Mama, für deine Kinder als zum Besten und aber unser Eins nimmt das dann vielleicht auch manchmal als vielleicht nicht angebrachte Kritik an. Und ich finde, heute ist es mal Schluss mit einem schlechten Gewissen, weil wir Mütter klagen und plagen uns ewig mit einem schlechten Gewissen rum. Und das sollte mal heute Schluss sein. Ich gebe dir einfach Tipps mit, wie du vielleicht ein bisschen einfacher durch den Alltag kommst, erst recht. Also, Tipp Nummer 1. Wenn du eingeladen bist oder wenn du selber einlädst, dann sieh zu, dass du immer einfach einen tiefgefrorenen, schönen Kuchen von was weiß ich, Koppenrattenwiese oder sowas im Gefrierfach hast. Denn es muss nicht immer alles selbst gebacken sein. Also das habe ich auch erstmal lernen müssen, weil ich habe mich manchmal teilweise so verausgabt und die Zeit, die ich dann in der Küche verbringe, fehlte dann bei meinem Kind und das ist es einfach nicht wert. Also ich finde, es gibt wunderbare Torten und Kuchen von den ganzen Herstellern und warum nicht einfach mal eine schöne Torte oder einen schönen Kuchen ausfrieren und dann präsentieren, schön anrichten auf ein Tablett, auf einer schönen Etagere und dann ist auch alles gut. Ich sage euch, es wird sich keiner beschweren. Tipp Nummer 2. Auch wenn du es nicht immer schaffst, irgendwie frisch einzukaufen, frisch zu kochen, zu schnibbeln und alles zuzubereiten. Ich meine, ich koche immer frisch und versuche immer alles perfekt zu machen. Aber ab und zu mal, wenn es vielleicht etwas schneller gehen muss oder ich hatte noch mehrere Termine und habe gearbeitet und dann kommt der Noah vom Kindergarten und der hat noch irgendwie Hunger, dann sind es einfach mal zwischendurch die Fischstäbchen. Da habe ich auch ganz, ganz viel Tiefkühlware in meinem Gefrierschrank und dann kommen auch schon mal ein paar Fischstäbchen auf den Teller und fertig. Oder ein paar Würstchen. Fertig. Einfach in die Mikrowelle und dann ist es auch gut. Ich sag euch, es muss nicht immer stressig sein und vor allem müsst ihr nicht irgendwie, wenn ihr im Ort unterwegs seid, an diese blöden Fastfood-Ketten vorbeifahren. Also einfach mal kurz was in die Mikrowelle schmeißen. Tipp Nummer 3. Belohne dich selbst. Das ist ganz wichtig, meine Lieben. Egal, was du machst, egal, wo du hingehst, egal, was du dir vornimmst, wenn du es gut gemacht hast oder wenn du etwas gemacht hast, was dich sehr stark herausgefordert hat, dann belohne dich selber einfach. Wenn du vielleicht deine 2 Kilo abgenommen hast, hast aber das Ziel vielleicht von 10 Kilo, trotzdem, 2 Kilo sind auch viel, belohne dich selber. Was weiß ich, gönn dir ein schönes Eis oder was weiß ich, kauf dir Schmuck, kauf dir eine schöne Kette, kauf dir ein schönes Oberteil, belohne dich einfach selber, weil gerade Mamas meinen ja sowieso immer, ich kenne das wirklich von mir selber, ah nein, ich brauche nichts, alles gut, lasst mal, nein, ich will nicht, bloß nicht, lass mich in Ruhe, alles lieber fürs Kind, Klamotten, Hose, Schuhe, Jacken, Matschhosen und so weiter, kauf dir ruhig mal selber was. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, oder wenn es einfach nur draußen ein Stückchen Kuchen ist, oder du gönnst dir einfach ganz in Ruhe eine schöne Tasse Kaffee. Also belohn dich einfach selber. Tipp Nummer 4. Sag mal ruhig ab und zu mal nein. Nein, es geht leider gerade nicht. Ich kann nicht immer telefonieren. Nein, ich kann jetzt nicht dahin kommen. Nein, es geht jetzt gerade nicht. Das Kind ist gerade eingeschlafen oder sonst irgendwie. Oder nein, ich kann da jetzt nicht hinfahren, weil das Mitternacht halt zu spät. Es ist ja zu dunkel, die Jahreszeit und so weiter. Sag ab und zu mal nein. Und ja. Und dann erklärst du es vielleicht mal kurz. Ohne dass du dich rechtfertigst, erklärst du vielleicht die Situation. Das ist ganz wichtig, dass man den anderen nicht vom Kopf stößt, sondern einfach sagt so, nein, tut mir leid, es geht gerade nicht, weil so und so. Es gibt genug Gründe. Und da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Also das ist ganz wichtig. Habt kein schlechtes Gewissen. Also ob es jetzt ein gekaufter Kuchen ist oder die Fischstäbchen sind oder die Würstchen sind oder einfach mal sich selber was zu kaufen oder einfach mal sagen, nein, ich kann jetzt nicht. Oder einfach, ich möchte auch gerade nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ihr werdet sehen, wenn ihr das 2-3 Mal gemacht habt, es wird euch irgendwo auch gut tun, weil es befreit so unheimlich. Und macht euch bitte frei von diesem ewigen schlechten Gewissen. Also ich habe heute auch schon wieder gesehen im Kindergarten, da war ein großer Aushang, Laternen basteln und eintragen. Und dann standen schon diese Mütter,
wirklich da, wieso steht denn da jetzt 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr, das schaffe ich jetzt alles gar nicht, sind das jetzt 3 Stunden, da arbeite ich eigentlich. Und du hast richtig gesehen, die Leute, die Mamas waren schon so, oh Gott, ich muss mein Leben optimieren, ich muss meinem Kind gerecht werden, ich kann jetzt ja auch nicht sagen, ich habe gar keine Zeit und eigentlich habe ich ja gar keinen Bock auf dieses Basteln und wie kriege ich das jetzt überhaupt hin und ich möchte jetzt auch nicht doof dastehen vor den anderen Müttern, weil, ihr Lieben, manchmal ist man auch innerhalb der Mutter-Community auch echt aufgeschmissen. Da sollte man einfach mehr zusammenhalten. Also, sagt ruhig ab und zu mal, es geht gerade nicht, oder? Können wir es irgendwie anders machen? Und tatsächlich gab es auch Möglichkeiten. Also, dass man das Material mit nach Hause bekommt, dass man das zu Hause macht. Natürlich ist es schön am Kindergarten, aber es muss nicht immer alles so sein, wie es im Bilderbuch steht. Und trotzdem ist es gut. Tipp Nummer 5. Ja, ihr Lieben, ich habe es vielleicht ein paar Mal erwähnt, ich gehe nur noch online einkaufen. Es stresst mich so dermaßen, einem 2,5-Jährigen durch den Rewe oder durch den Aldi zu laufen. Und er schmeißt mir alles, was ich hinten reinlege, vorne wieder raus und will dies haben, will das haben, will da reinbeißen. Und ach, da hat er auch noch nicht rein müssen und die Flasche möchte ich auch mal gerne öffnen. Also das ist teilweise so nervig. Macht euch frei, bestellt doch einfach, und das mache ich nur noch, online die Lebensmittel. Und die Sachen sind so frisch und so toll und die werden euch pünktlich gebracht. Also man gibt immer so ein 2-Stunden-Fenster ein, bei Rewe zum Beispiel, da mache ich das nämlich immer gerne. Dann kannst du eingehen von 8 Uhr bis 10 Uhr oder von 10 Uhr bis 12 Uhr, also immer in so 2-Stunden-Blöcken, so wie es dir gerade passt. Und die Lieferkosten belaufen sich immer nur so auf 3 oder 4 Euro. Und ganz ehrlich, für 3 oder 4 Euro, ihr Lieben, gehe ich jetzt nicht raus, fahre 10 Minuten zum Supermarkt, renne dann eine halbe Stunde durch den Laden, schmeiß alles aufs Band, bezahle alles wieder ins Auto, vom Auto in die Bude, von die Bude, ich mach's nur noch so easy geil auf dem App. Klick, klicke, die klick, die klick. In 5 Minuten habe ich alles eingekauft für einen Monat, alles was man so vorratsmäßig braucht und fertig jetzt kaufen. Und dann am nächsten Morgen macht's dann Ding, Ding, Dong und dann öffne ich einfach dem netten Typen die Tür, er stellt mir das sogar in den Flur rein und ich muss einfach nur noch ausräumen. Das ist auch in 5 Minuten erledigt und ich habe wieder mehr Zeit für mich, mehr Zeit in Ruhe vielleicht aufzuräumen oder Essen vorzubereiten oder meinen Sport zu machen oder für euch ein paar Videos zu drehen. Also nutzt die Zeit, macht euch frei. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich als Mama Freizeit zu schaffen und die auch vor allem stressfreier zu nutzen. Man ist sowieso ständig unter Strom, unter Hektik, unter Stress und das führt nachher echt zu Hysterie und das muss nicht sein, ne? Gerade wenn man vielleicht 2, 3, 4 Kinder hat. Puh, Tipp Nummer 6. Ich mache das immer so, wenn ich telefoniere und vielleicht an dem Tag nicht zu meinem Sport gekommen bin und ich hasse ja eigentlich telefonieren, aber ich nutze das dann, ich wandle es in etwas Positivem um, indem ich dann während des Telefonats dann einfach mal eine Übung mache. Ich habe da meine Hand in der Hand und rede oder mache irgendwelche Beinübungen, gehe runter auf die Matte. Ich habe immer irgendwo eine Matte rumfliegen zu Hause oder einfach aufs Handtuch oder auf dem Boden, ist egal. Ihr müsst keine Matte auslegen. Mache ein paar Sit-Ups, mache ein paar Lunges, mache meine Beinübungen an. Also ich nutze dieses Gespräch von vielleicht 20 Minuten und mache dabei ein Workout. Und das ist echt cool, weil dann habe ich etwas, was ich nicht so gerne mache, gut gemacht. Tipp Nummer 7. Verbringt mehr Zeit mit euren Partnern. Das ist jetzt so einfach gesagt, ja, ich weiß. Ich komme da auch selten zu, meinem Mann irgendwie mal einen ruhigen Abend zu verbringen oder sonst irgendwas. Aber es gibt immer noch Oma, Opa, Verwandte, Onkel, Tante, Patentanten, Freunde, whatever, andere Mütter, wo vielleicht das Kind mal schläft oder so. Also man muss sich vielleicht mal einmal im Monat ein festes Date setzen. Ein Date mit dem Mann, mit dem Partner. Und dann gemeinsam was machen. Geht ins Kino, geht essen, geht einfach spazieren oder guckt euch einfach stundenlang in die Augen. Aber seht zu, dass ihr einmal im Monat wenigstens ein Date habt. Das tut so gut. Tipp Nummer 8. Mach dich schön. Sieh zu, dass du dich jeden Tag fein machst. Schminkst, wenn du dich gerne schminkst, schön anziehst. Deine Haare machst und so weiter, das tut sehr, sehr gut. Also auch gerade, wenn man sehr viel zu tun hat und morgens auch den totalen Stress hat mit Kind wegbringen und das andere Kind vielleicht zur Schule bringen, dann auch hier was abholen, da was hinbringen, einkaufen gehen und so weiter.
dann noch selber arbeiten gehen. Mach dich trotzdem immer fein, mach dich immer schön. Mach das nicht einfach nur so schnell, 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 sondern tu es für dich. Werd dir einfach bewusst, das ist jetzt wirklich für mich. Ich mach das alles jetzt schön für mich persönlich, weil ich mich jetzt damit wohlfühlen will. Tipp Nummer 9. Thema Bestechung. Es ist manchmal gar nicht so verkehrt und auch nicht so schlimm, ab und zu mal das Kind zu bestechen. Also wenn du jetzt lieb bist, dann kriegst du nachher dein kleines Eis. Ich habe zu Hause immer jetzt diese kleinen Milky Sticks, ne? Ja, also, weil ich habe gemerkt, dass manchmal mit guten einfach nur zureden und nein und lass mal und komm jetzt da runter und lass das und hier und nein und ermahnen, das bringt manchmal nichts. Aber komischerweise, wenn ich sage, jetzt komm, zieh dich an, wir müssen jetzt sagen, dahin fahren und wenn du das machst, dann kriegst du dein Eis oder deine Zwieback. Also ich habe meistens auch immer Zwieback zu Hause, dann funktioniert das komischerweise. Eigentlich habe ich von diesen Bestechungen nie etwas gehalten, weil ich das total blöd fand, weil ich dachte, ja, lieber mit dem Kind reden, lieber ihm das erklären und so und so und so. Nee, manchmal nützt kein Erklären was, manchmal habe ich auch gar keine Zeit, was zu erklären, manchmal habe ich auch nicht die Geduld und auch nicht Bock, das zu erklären. So, jetzt ist Schluss, anziehen, dies, das, Jacke, Schuhe, Stiefel und dann gibt es seine Zwieback mit Marmelade. Und komischerweise, es funktioniert. Tipp Nummer 10. Setze dir ein Ziel. Bau dir irgendwie einen Stop in deinem ganzen Jahr. Also sie hat ja 12 Monate. Ich werde nämlich neulich mit meiner besten Freundin ein Wellness-Wochenende machen. So, der Kleine ist ja jetzt 2,5 Jahre alt und die ganze Zeit habe ich mich das nicht getraut, weil ich auch immer schlechtes Gewissen hatte. Und das auch nicht wollte und aus der an ihn hänge und alles. Und das wäre jetzt das erste Mal gewesen, dass ich dann wegfahre und so. Und eigentlich fahre ich da total gerne noch mit meinem Kind weg und meinem Mann weg. Aber es wurde mal wirklich Zeit, dass ich mal für ein Wochenende wegfahre. Also das ist wirklich etwas, was ich euch wirklich gerne mit ans Herz legen möchte und in den Alltag mit integrieren möchte. Setzt euch einfach für einmal im Jahr ein Wochenende fest, wo ihr vielleicht mit einer ganz guten Freundin einfach irgendwie wegfahrt. Es muss nichts Teures sein, es muss kein Schnickschnack sein oder irgendwas, aber einfach nur vielleicht, auch wenn es nur eine Nacht ist oder so, aber einfach mal so Täschchen packen, nur dein Kram, keine Pampers, keine Feuchttücher, keinen ganzen Klimbim, sondern einfach nur für dich, du selber und mach dir einfach mal schöne 24 oder 48 Stunden und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe mich selber bewundert dabei, dass ich kein schlechtes Gewissen hatte und ich bin echt eine ganz große Tante vom schlechten Gewissen. Aber ich habe gelernt, dass das schlechte Gewissen nicht gut ist und dass das eigentlich nur innerlich alles kaputt macht, worauf man sich eigentlich freut und eigentlich was Freude bereitet. Und die Welt wird nicht schlechter dadurch, wenn man einfach mal ein Wochenende wegfährt und dafür aber entspannt und gut gelaunt und mit ein bisschen hier Face-Treatment und Pediküre und ein bisschen Sauna, ein bisschen Schwimmen einfach nach Hause kommt und dann ist einfach schön. Und man hat direkt auch wieder einen nächsten Stop, wo man weiß, ja, super, nächstes Jahr mache ich das wieder. Also wir haben uns das jetzt vorgenommen, wir machen das jetzt einmal im Jahr und wir haben jetzt sogar eine kleine Kasse eingerichtet und zahlen jeden Monat auf ein Konto gemeinsam einen ganz kleinen Betrag ein und so kommt halt eine Menge zusammen im Laufe des Jahres und davon fahren wir einfach weg und das ist echt total cool. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt so praktisch 10 kleine Lifehacks aus meinem Alltag, die ich euch gerne mit ans Herz gelegt habe und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Tschüss und bis bald.